Ja, Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der AfD. Meine Damen und Herren, wir haben gerade den Innenminister im Innenausschuss gehört zu den innenpolitischen Bezügen zur Lage in Afghanistan. Die beiden großen Themenblöcke, um die es ging, ist einmal die Situation Behandlung der Ortskräfte und die zweite, die vom Innenminister erwartete Lage in der Migration. Ich will vorausschicken für die Position der AfD, dass es sich von selbst versteht, dass für die Sicherheit derjenigen Personen, die gemeinhin so grob Ortskräfte genannt werden, die also mit uns, das heißt also mit der Bundeswehr, mit ihrem Einsatz im Lande zusammengearbeitet haben, gesorgt werden muss. Das vorausgeschickt haben, ist nun allerdings einiges an Details doch kritischer zu beleuchten. Man hat nicht viel gelernt, weder aus dem, wie das jetzt zuletzt in Afghanistan gelaufen ist, auch nicht aus 2015. Und ich will Ihnen das mal illustrieren an dem, was wir dort gehört haben. Also das wird jetzt so laufen, man holt die Personen nicht über den Asylbewerberstatus, sondern über § 22 Aufenthaltsgesetz, nationales Interesse. Darüber will man jetzt im großen Stil aufnehmen, ohne Visum, ohne Identitätsfeststellung oder Sicherheitschecks vor Ort. Das mache dann man dann hier. Und wenn es dabei dann herausstellt, dass es Probleme gibt, nun sind sie halt da. Wir kennen das. Wie sieht es aus? Wer sind die Ortskräfte? Es sind nicht nur die, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, sondern auch für ganz normale Entwicklungsprojekte. Deren Gefährdung konnte auf Nachfrage eigentlich nicht recht dargestellt werden. Sogar auch politische Stiftungen sollen jetzt und deren Mitarbeiter ebenfalls einen Gefährdungsstatus erhalten. Und die NGOs erstellten jetzt Listen, wörtlich. Das wird uns jetzt von ganz vielen Seiten hereingereicht. Das wird ungeprüft akzeptiert und eingeflogen. Plus Familienangehörige. Wer sind Familienangehörige? Das sind also die sogenannte Kernfamilie. Dazu gehören also Ehepartner und Kinder. Zu Kinder gehören auch volljährige Kinder nach der Definition. Und was ist so eine Kernfamilie? Der Minister hat es ausgeführt. Das können dann schon mal 17 Leute sein. Von wie vielen Frauen können Sie sich denken? Wie stellt man fest, ob die Kinder der Ortskräfte sind? Großbritannien macht zum Beispiel DNA-Tests. Macht man das? Nein, macht man nicht. Wie stellt man dann die Familieneigenschaft fest? Nach gutem Glauben. Lassen wir mal so stehen. Dann in dem Antrag der Bundesregierung, nachdem jetzt gehandelt wird, der Einsatz zur militärischen Evakuierung, wird ja ausgeführt, dass designierte Personen der afghanischen Zivilgesellschaft aus Afghanistan zu evakuieren sei. Da steht also lediglich etwas von der Evakuierung aus Afghanistan. Sie wissen, die Luftbrücke geht über Taschkent, dort werden die Flugzeuge gewechselt, man steigt aus. Da steht also in der Mandatierung steht nichts von der Weiterverbringung nach Deutschland. Wird sich die Bundesregierung daran halten? Nein, macht man nicht. Per Automatismus werden alle weiterverbracht. Ich erinnere daran, dass der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, früherer Ministerpräsident Italiens, ja jetzt einen humanitären Korridor für Afghanen in die EU gefordert hat. Das ist also sozusagen der deutsche Beitrag dazu. Maßstab scheint also nicht die Sicherheit zu sein, die ab Taschkent ja gegeben ist, die auch in den Nachbarländern gegeben ist, sondern ein weitergehender Maßstab. Ich erinnere daran, dass die Stammesgebiete vieler afghanischer Stämme, Region Belutschistan, Tadschiken, Pashtunen, die gehen ja über die Staatsgrenzen, bitte, das muss man wissen, hinaus. Das heißt, es wäre am naheliegendsten, eigentlich jetzt Afghanistan-Flüchtlinge dort in vertrauter kultureller und sprachlicher Umgebung unterzubringen, macht man aber nicht. Dann Seehofers 300.000 bis 5 Millionen, das war ein großes Thema, erwartete Migranten. Er sagte, darüber hätte er sich nie geäußert, hat dann aber gesagt, dass er in der Sitzung der Bundesregierung sehr wohl solche Spannweiten und noch größere genannt hat. Auf die Nachfrage, mit welchem Konzept man also einer immerhin möglichen neuen erheblichen Migrationswelle begegnen wollen, mit welchen Nachbarstaaten Afghanistans man Gespräche führt, um dort zum Beispiel Migranten international zu versorgen, um gegebenenfalls eine weitere Migration vielleicht zu verhindern, blieb der Innenminister konkrete Aussagen schuldig, auch auf die Nachfrage, ob er seinem österreichischen Innenministerkollegen Nehammer zustimme, der sagt,
illegale Migration durch ein Dutzend sichere Länder, wo sich Migranten ein Zielland einfach aussuchen, das muss gestoppt werden und es gibt keinen Grund, warum jetzt ein Afghane nach Österreich kommen solle. Dazu wollte er nicht Stellung nehmen und hat sich das nicht zu eigen gemacht. Nehammer sagt ja, das sind meist junge Männer mit geringem Bildungsstand und Analphabeten. Zusätzliche Aufnahme sollte für uns kein großes Thema sein. Die Quotierung innerhalb der EU, auch das ist ja erwartbar hinfällig, da wir alle den innereuropäischen Asyltourismus kennen. Die Genfer Flüchtlingskonvention würde ja nun gewährleisten, dass man aus dem zu fliehenden Land Afghanistans ins Nachbarland den Grenzübertritt vollziehen kann. Das ist in Taschkent geschehen. Alles Weitere, die freie Weiterverbringung, die nicht mal mandatiert ist, wurde weder in Frage gestellt, noch irgendwie ein Versuch unternommen, die Leute in ihrer Heimatregion unterzubringen. All das existiert für die Bundesregierung nicht. Wie will man dann also die Probleme zukünftig lösen? Ich erinnere daran, dass in der Region Herat die Taliban gesagt haben, dass ihnen alle Mädchen ab 15 Jahren auszuliefern seien. Es gibt ähnliche Berichte aus Kunduz und Mazar-i-Sharif, wo das dann alle über 12 sind. Man darf wohl ergänzen zur lebenslangen Vergewaltigung durch die Taliban. 99% der Afghanen wollen ja das kriminelle und menschenrechtswidrige Terrorsystem der Scharia. Deutsche Soldaten wurden in Afghanistan verheizt, aber hunderttausenden wehrfähigen afghanischen Männern scheint die Verteidigung ihres Landes nicht zumutbar zu sein. Desertation scheint sich zu lohnen. Afghanische Straftäter bleiben hier, Ortshelfer der Bundeswehr kommen nicht heraus. Ein dolles Missmanagement. Was will man nun tun? Man will dieses Terrorregime, für den Kampf gegen diese Leute sind unsere deutschen Soldaten gestorben. Das will man jetzt durch Hilfsgelder, ja, stabilisieren. Sie hören richtig, Deutschland will dafür in erheblicher Größenordnung Mittel an die UNHCR geben. Also mal moralische Schaumschlägerei, mal planloser Aktionismus, aber immer die deutsche Weltrettung, an der Spitze der Weltrettung dabei, leider hier gepaart mit dem tödlichen Dilettantismus des Außenministers und von der Verteidigungsministerin, die vielleicht schlimmerweise bald Menschenleben kosten könnten, ein unentschuldbares Versagen. Man hat dort eine ganz entschiedene Toleranz gegenüber dem eigenen Versagen hauptsächlich. Und meine Damen und Herren, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, damit möchte ich schließen, der Unüberbrückbarkeit der kulturellen Unterschiede. Man hat versucht, ein Nation-Building im westlichen demokratischen Sinne dort vor Ort durchzuführen. Es hat nicht geklappt, es wurde nicht angenommen. Dafür wurden tausende Soldaten der internationalen Streitkraft, bei uns 59 de facto geopfert, erhebliche Mittel, Milliarden. Das korrespondiert leider in fataler Weise mit der Uneinsichtigkeit zu einer ähnlichen Unüberbrückbarkeit oder dem fehlenden Willen leider zu vieler Afghanen oder Afrikaner hierzulande, sich den Maßstäben einer westlichen Gesellschaft anpassen zu wollen. Das ist gar nichts anderes. Und man kann nur hoffen für die Menschen hierzulande und auch die Frauen in Afghanistan, dass es nicht so weitergeht, dass tausende Soldaten der Streitmacht sind geopfert worden. Wir wollen nicht hoffen, dass in Deutschland jetzt durch diese völlig unüberprüfte Massenimmigration, die jetzt hier ins Werk gesetzt wird, neue Verluste an Menschenleben, nicht nur an Milliarden, an innerer Sicherheit, Bildung, staatlicher Kohärenz und Funktionsfähigkeit entstehen, sondern womöglich auch noch schlimmerer Art. Wir wollen hoffen, dass das nicht geschieht. Wir wollen hoffen, dass dieser verbohrte, ideologiegetriebene Kurs, der die Wirklichkeiten der kulturellen Unterschiede nicht wahrhaben will, im Ende September in den Wahlentscheidungen einer Korrektur anheimgegeben wird. Vielen Dank.